Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir uns hier treffen. Zur Tagesenergie für Freitag, und jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich schaue lieber nochmal nach. Den 21. haben wir schon, den 21.07.2023, ihr Lieben. Ich lege hier die Tagesenergie von Linda Giese, das ist das Tarot der neuen Zeit. Und es ist eine allgemeine Legung, ihr Lieben. Das kann nicht auf jeden zutreffen. Das muss es auch gar nicht. Rausgefallen ist der Mond. Der Mond in Kopflage. Und der Mond in Kopflage spielt im Grunde gar keine Rolle. Es ist wie die Sonne oder die Sterne. Sie liegen immer richtig. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben hier die Neun der Kelche für die Wunscherfüllung stehen. Wir haben den Buben der Münzen. Und wir haben die zwei Münzen. Die Bube der Münzen, die Münzkarten stehen für die Sicherheit. Sie stehen für das Materielle, aber sie stehen eben auch dafür, dass sie Sicherheit geben. Und hier ist eine neue, frische, junge Energie, die dir Sicherheit geben möchte. Und du hast jetzt hier zwei Chancen, zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten. Und ich sehe aber hier oben, dass es auch übers Drahtseil gehen kann. Vielleicht ist es etwas, was dir zwar Sicherheit gibt, aber nicht die Sicherheit, die du möchtest. Dass es für dich ein Drahtseilakt ist. Wir haben den Wagen und das Gericht, ihr Lieben. Also hier wird etwas kommen, das dich in die Fülle bringen kann. Die Fülle, die aus einer jungen, neuen Energie, vielleicht eine neue Idee. Vielleicht ist es so, dass du hier eine Idee hast und die willst du vermarkten. Sie ist aber ein Drahtseilakt, weil sie eben erstmal auf jungen Füßen steht, bis es sich etabliert hat. Aber das kommt jetzt hier kraftvoll in Bewegung, weil es von oben geschickt wird, eben. Dann nehme ich aus dem Angelina Schulze Verlag die Lennormand, Licht- und Schattenlennormand. Das Licht- und Schattenlennormand. Und hier hat sich einer gedreht. Das ist der Anker im Leben. Der Anker steht auch für die Sicherheit, für in Sicherheit kommen, für verankern, für festigen. Wir haben den Park, den Baum. Und wir haben den Herrn. Und wir haben die Sonne, wundervoll. Und das Kreuz. Der Anker und das Kreuz stehen für mich ganz oft für dieselbe Energie. Manchmal ist es sogar noch der Schlüssel. Also hier ist es so, dass dieser Anker ja auch irgendwie aus einem Kreuz besteht. Das heißt, hier wird sich euer Schicksal, euer Karma festigen. Und das kommt jetzt in die Sonnenenergie, in den Sieg, in den Erfolg, in das ganz klare Ja. Ich nehme aus dem Königsnotorama Verlag die Dankeschön. Und wir haben hier den angenehmen Brief. Und dieser Anker fällt in den angenehmen Brief, ihr Lieben. Eine Reise, viel Geld gewinnen und das Gericht. Und ich habe noch selten das Haus und die trüben Gedanken. Noch selten so eine klare Legung. Drei Karten hier, das sind die, die rausgefallen sind. Das ist die eigentliche Neunerlegung und das sind die Karten unten drunter. So, normalerweise habe ich immer ein ganz wildes Bild und das habe ich heute nicht. Das heißt, es ordnet sich, es sortiert sich, es wird ganz klar, das, was rausgefallen ist, das, was drunter ist, die Neunerlegung, es sortiert sich. Ich weiß, jetzt wiederhole ich mich schon. Ich möchte beginnen mit dem Baum, mit diesem unfassbar stabilen Baum. Seht euch mal diese Wurzeln an, die hier nach unten gehen, die hier nach unten in dieses viel Geld gewinnen gehen. Es geht hier nicht um Geld. Es geht hier um das Glück, um die Fülle. Und der Baum steht für die Heilung. Hier heilt. Ich sehe diese Baumkrone viel größer wie das, was auf der Karte zu sehen ist. Das heißt, sie geht hier durch die Öffentlichkeit, durch die Neun der Kelche, durch den Buben der Münzen, die zwei der Münzen und den Herrn. Und die Stabilität geht in dieses viel Geld gewinnen, aber auch in diese Reise und in dieses Gericht. Diese mittlere Karte hat alle Karten in sich
vereint. Normalerweise sage ich, das ist die mittlere Karte und alles drumherum dreht sich um diese mittlere Karte. Heute sage ich euch, dass sich diese Karte in jeder dieser Karte hier befindet. Dass sich die ganze Neuanlegung um die Heilung dreht, um die Stabilität, um die Fruchtbarkeit, um diesen Baum, der Jahrhunderte überlebt. Wir haben hier die Wunscherfüllung, die sich jetzt zeigt. Der Park steht für das Gesehenwerden, für das Offenbaren. Und das ist deine Reise. Hier geht es durch die Öffentlichkeit in die Wunscherfüllung. Und das hat schon von unten nach oben, lese ich jetzt heute, oder diese Legung, in der Vergangenheit begonnen. In der Vergangenheit mit dem Mond, der hier wirklich in Kopflage ist. Und es ist so, als wenn dieser Mond in den Anker fällt, als wenn diese Wunscherfüllung, die einmal hier durch den Mond dargestellt ist, aber eben auch durch die neun der Kelche, im Anker mündet, in diesen Brief fällt. Hier kommt eine Nachricht, die eben diese Stabilität, dieses Festigen, diese Sicherung in Herzebene ganz deutlich zeigt. Und das zeigt sich, weil es hier auf Herzebene auch in die Öffentlichkeit geht, durch die Öffentlichkeit kommt. Und das ist deine Reise, meine Liebe. Ich schaue immer von einer Dame, die auf einen Herrn schaut. Und diese Wunscherfüllung, dieser Mensch, der hier sitzt, inmitten seiner Wunscherfüllung, inmitten seiner Kelche, seiner neuen Kelche, seiner Emotionen, der schaut in diesen Bogen der Münzen, der hier die Sicherheit bringt, diese junge, neue, frische Energie. Und ich sehe ganz deutlich, dass hier dieser Bube der Münzen diese Stabilität bringt, beziehungsweise die Stabilität aus dem Buben der Münzen herauskommt und in dieser viel Geld gewinnen Energie, in dieser Fülle Energie wurzelt. Und das ist das Jetzt. Und dann haben wir hier in der Zukunft, haben wir die zwei Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten, dass du da bleiben kannst, wo du bist. Du musst nicht mit ihm gehen. Wenn hier irgendetwas ist, was dich stört, du musst es nicht. Es ist deine Entscheidung. Du bist diejenige, die letztendlich entscheidet, ja, ich will das nicht. Aber du hast auch die Möglichkeit mitzugehen, aber auch wenn es dieser Drahtseilakt bedeutet. Das heißt, hier fehlt dir ein Stück Sicherheit. Aber so wie dieser Mensch dich hier anschaut, schmilzt du dahin, das spüre ich ganz genau. Und es wird auch von oben geführt, von oben wird geführt, trau dich, geh in die Bewegung, wir schicken dir das vom Gericht. Und es ist das Karma, was sich hier zeigt. Und tatsächlich, das, was der Drahtseilakt hier ausmacht, sind die trüben Gedanken. Und die nimmst du mit nach Hause. Ich spüre ganz deutlich, wenn ich jetzt eine Karte, wenn ich die trüben Gedanken wegnehme, dass hier darunter die Energie ist, die die trüben Gedanken von unten herauf auslöst. Und wir schauen mal, und das bist du. Das ist die Hauptperson. Du löst von unten herauf diese trüben Gedanken aus. Auf, nicht aus. Und das ist hier in deinem Zuhause. Ganz klare Energien heute, ganz geordnet, ganz gesittet, hätte ich jetzt was gesagt. Aber was ist gesittet? Für den einen ist es das, für den anderen ist es das. Geht in euer Herz, hört nach, was euer Herz im Inneren euch sagen möchte. Und dann trefft diese Entscheidung. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.